Die Aufmerksamkeitsspanne von euch ist leider viel zu kurz, als dass dieses Video auf YouTube Hunderttausende von Leuten erreicht. Was ist in den sozialen Medien erfolgreich? Immer nur Superlative und Highlights. Ah, auf meinem Kanal seht ihr sehr viel actiongeladenes Material, das natürlich mit Musik dramaturgisch aufgebauscht ist. Ihr seht hier ein Video mit spektakulären Aufnahmen vom Bergsteigen, mit Dramaturgie und Entscheidungsprozessen. Ihr seht, wie wir Gefahren beurteilen, damit umgehen und das, was passiert ist, reflektieren. Und ganz am Schluss des Videos werdet ihr auch noch eine Selbstreflexion sehen. Denn die Selbstreflexion, vor allem in der Öffentlichkeit, ist ein Teil, der beim Bergsteigen sehr oft vernachlässigt wird und untergeht. Und jetzt filmen wir ab mit dem besondersten und ehrlichsten Video auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zum zweiten Teil unserer Odyssee mit dem Flo und mir. Im Teil 2 geht es darum, wie der Flo und ich von der Martin-Busch-Hütte auf die Finalspitzen raufgegangen und dann so richtig wild Spezialabfahrt machen über die Südost- oder Ostflanken vom Seikogel. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Guten Morgen once again von der Martin-Busch-Hütte. Der Plan ist klar. Flo und ich haben uns entschieden, dass wir heute Richtung Finalspitze schauen. Über die Nacht hat es ein bisschen geschneit, 3 cm. Und ja, jetzt geht es zuerst einmal das da rein. Da oben, Hauslaubkugel, waren wir gestern. Vorhin sind wir gestern runtergekommen, Hauslaubkogel, und wahrscheinlich werden wir da vorne jetzt über den Rucker aufspuren. Schauen wir mal. Falls man sieht, da oben sind zwei Vorarlberger Freunde, die haben wir gestern getroffen. Wir haben auch in der Martin-Busch-Hütte geschlafen, gingen heute ziemlich lang. Wunderschön geht es da rein. Jetzt können wir gleich zur Ötzi-Fundstelle. Die ist da oben. Da ist der Ötzi entdeckt worden. Ein Kommentar. Dann schärfst du mal schnaufen, oder? Anstrengend. Ötzi, denk mal! Dann machen wir eine kurze Pause. Da ist ziemlich gefroren. Bin da über die Felsen, da war es recht okay. Ja. Hauslaubjoch, sind wir hergekommen. Und Gipfel. Juhu! Juhu, Gipfel in Sicht!
ein Loch? Weiß ich nicht. Cool. Boah, der gehört der Vortritt auf den Gipfel. Spurt hat da auch noch. Da geht's nach Südtirol runter. Pass auf, da ist ein Felsen. Ja, ich weiß, das ist ein blöder Stück. Ja. Sommer. Super. Aber gerade ist ganz schön schneidig. Ne? Ja. Jawohl, Flo. Sauber. Der Keil von der Finalspitzen, wunderschöner ausgesetzter Gipfel, zum zweiten Mal herum, das erste Mal im Winter. Mein Flo war ein ganz besonderes Erlebnis. Heute haben wir einen Ausblick, ferienende Ortlergruppen, und da hinten sieht man sogar in Piz Bernina mit dem Bianco grad, und in Piz Rosec sieht man auch, Piz Palü sieht man, Wahnsinn. Da fahren die Weißkugel. Da haben wir mehr zwei Hütten ein besonderes Erlebnis gehabt. Ja, und heute ist echt ein Traum. Jetzt gehen wir den Gipfel gerade wieder retour. Und ja, ein paar Meter zu Fuß und nachher rein in die Ski. Und die Südostflanken oder was das ist, werden wir rein starten. Viel Spaß mit der Abfahrt. Resümee gibt es nachher bei der Hütten, wie immer. Ja, wir sind jetzt an ungefähr 50 Höhenmeter vom Gipfel runter. Da ist der fest durchsetzte Teil. Und ich habe beim Aufgehen da schon die Flanken gesehen. Stürzen ist verboten. Passieren darf da überhaupt nichts. Keine Ahnung, wie steil das ist. Schauen wir das jetzt einfach einmal an. Viel Spaß auf jeden Fall mit der Abfahrt. Der Flo fährt dann ein bisschen weiter unten rein.
2, 1. Ah, das ist scheiße. Ich hab mich angeschissen, weil es so rutschig war. Ja, steil, keine Ahnung. 40, 45, aber die Kanten keinen Grip. Und du kannst halt nicht voll fahren. Jetzt fahr ich da rum, ja. Ich filme die dann aus der Frontalen von unten. Geht! Jetzt kommt der Flo. Jawohl! Du musst links raus, gell? Was? Wir müssen dann da links raus. Ja, ich weiß. Und ganz um eine. Geil!
Sind das alles Spalten oder Schneeverwehungen? Beides. Beides, gell. Nach dem Hang da rechts rein. Ja, genau. Beim Runterfahren gerade dachte man, nicht wissen wir, wie viele Spalten wir da gerade drin sind. Ja, das sind so Querspalten. Ja. Geil. Super. Ja, wir sind jetzt da hinten von der Finalspitze hergekommen. Und das ist der Gletscher, der runtergeht hoch auf Hospitz. Also haben wir uns gestern schon am Hauslab Kogel da hinten angeschaut, dass da eine schöne Flanken aufgibt, das ist auch noch unverspurt. Und das ist jetzt unser logischer Rückweg. Logisch. Wenn wir genug viel Kraft haben, gehen wir auf den Seikogel auch noch rauf, um nachher zu erhitten. Die Kräfte schwinden, aber wir sind noch motiviert, gell Flo? Ja. Voll super ist. Nein, aber das Wetter musst du ausnutzen, da vorne. Finalspitzen, ein Traum. Eindeutig richtig unterwegs. Da hinten oben waren wir gestern. Und da ist der Flo. Super. Yay. Schiss. Gewaltig. So, hinter uns. Da sind wir jetzt hergekommen und der Flo hat was gesehen. Was hast du gesehen? Coole Abfahrt. Coole Abfahrt. Cool. Werden wir hören. Ja. Das ist eh, glaube ich, das, was ich gemeint habe. Ja, genau. Da außen und dann links. Das ist eh gesagt, wir fahren gleich da runter, weil, weiß ich nicht, der Schnee ist schon. Oder? Keine Ahnung. Ja, die paar Meter. Schau, ist sogar markiert auf dem Gipfel. Da vorne. Ja, hoch. Aber ich weiß nicht, wie wir dann da wieder zurückkommen. Und ich weiß, keine Ahnung, es schaut ziemlich felsdurchsetzt hinten runter aus. Nein, ist ja nur vorne auf dem Gipfel, sind wir eh oben, die 50 Meter. Soll die vorgehen? Nein, aber der Schnee ist schon so weit. Ja, so 20-30 Meter unter dem Gipfel machen wir Ende im Gelände. Uns ist in erster Linie darum gegangen, dass wir da zur Finalspitzen zurückgehen und das Chor auf. Weil gestern haben wir die Flanken gesehen, die sind unverspurt. Richtig geil. Und dann können wir schön hoch raus und können schön hoch zur Martin-Busch-Hüttenführe fahren. Und in dem Sinn bauen wir heute um. Viel Spaß bei der finalen Abfahrt. Die Spur auf ist ja auch schon geil.
So. Once again. Fertig? Ich bin fertig, ja. Gibst mir du halt nachher ein Zeichen, wenn ich fahren kann. Schon? Flo, Droppe in 3, 2, 1. Juhu! In 3, 2, 1. Geht. Achso. Da flattert das Gwandl. Immer schön aufpassen auf die Rutscherl. Sauber! Ja, das war ein Nassschneerutsch einfach. Ja, der ist hinter dir nachgerutscht einfach. Nein, nein, war nur ein Nassschneerutsch. Nein, das habe ich wirklich. Das wundert mich eh nicht. Nein, eh, passt. Ich habe mich nicht einmal erschreckt oder so. Ja. Es war zuerst nur ganz klein. Und nein, ist halt größer geworden, was durch die Masse halt, ja. Ja. Schauen wir, ob wir links fahren oder. Das war eh die einzige Möglichkeit. Da runterfahren, weil. Ja, nein, ob wir jetzt links außen fahren oder gerade vier, ich glaube links. Schauen wir mal zu der Kante. Ja. Ah. Perfektes Skigelände. Ja. Alter, dein Gwandl hat geflattert. Ein Picture machen. Ich hab mir gedacht, ich muss jetzt einfach schneller wie jede Lawine fahren. Schön. Bis auf die Lawine, die drückt das Bild ein bisschen. Soll man sowas melden? Nein, oder? Nein, sieht man jetzt zwei Einfahrts- und zwei Ausfahrtsspuren. Alter, oben habe ich gedacht, du springst über die Wächte. Ja, ich habe mich noch in der Gegend entschieden. Ja, ich habe mir gedacht, bitte Franz, mach das nicht. Passt. Geiler Hang war das. Ja. Wie viel groß ist denn geworden? Ja. Ja, perfekte Gleitzeit. Da jetzt so die Rinne und dann rechts von den Felsen oder links die Rinne, keine Ahnung. Müssen wir schauen. Schauen wir mal. Fahr super raus. Ja. Ich tue wieder nach. Ja, ich kann nicht so schnell. Passt schon. Thank you.
Ja, und auch hier Kante, oder? Zur nächsten Kante, ja. Geil auf Bieren. Ja, richtig. Jetzt sind eher zu dem Felsbugel fahren. Ja. Ich glaube, das ist recht wurscht. Das ich weiß nicht, ob es links rausgeht. Ob irgendwo ein Abbruch ist oder was. Ja, genau schon. Fahren wir mal zu dem. Ja, fahren wir wieder mit so 30 Meter Abstand hinterher. Sammelpunkt ist fahren bei Rau. Sondern rechts oder links runter? Ja, nachher ziehen wir schon links raus. Wenn du genug viel Kraft hast, kannst du links raus ziehen auch. Ja, dann fahren wir gleich da so links. Ja. Da zu der zweiten Geländekante. Ja, genau, passt. Ich meine, ich kann eh nicht so viel durchfahren. Ja. Alter, das ist geiles Schiele. Ja. Bist du. Geil! Hat sich ja ausgezahlt, die Tour machen so. Oh, das ist geil. Das war Wahnsinn. Dann jetzt links raus. Ja, ich muss noch kurz schauen. Ja. Also sind, wir sind eh noch alle voll hoch, da ist noch eine Geländekante. Nein, da ist die Geländekante unten. Ja, geiler Scheiß. Echt eine lange Abfahrt hier. Ja, voll geil. Fahren wir links irgendwo hin zur Geländekante. Die Frage ist nur wo? Links vom Felsen runter, glaube ich. Ja. Birg, bremst halt vorher noch mal, ja. Ja, da kommt man schon durch. Ja, ja, durch und raus. Geiler Scheiß, Alter. Fuck. Finalspitze mit Spezialabfahrt. Voll. Wahnsinn. Richtig. Weil da hinten raus, das ist toll. Kannst du vergessen. Ja. Richtig. Jetzt wird's tief! Jetzt wird's richtig tief! Voll.
Da wollen sie die Bällchen. Ja. Die Bömmelchen, Bällchen. Die Bömmelchen. Aua! Das ist da so viere. Schieß, wenn ich es anstrebe. Ja. Jo, der Winterraum ist voll, das heißt, der Flo und ich haben uns dazu entschieden, dass wir von der Martin Buschhütte wieder nach Fendt auszucruisen. Resümee gibt es unten im Tal. Pumpst den Flo an. Was? Pumpst den Flo an. Ja. Mir ist der Akku dann am Schluss ausgegangen, darum habt ihr den nackerten Arsch vom Flo leider nicht mehr gesehen. Ich mache jetzt das Resümee zu diesem Video, das ich bewusst in dieser Langfassung veröffentlicht habe, weil ich mir denke, dass da sehr viel Berggeher was mitnehmen können. Die Tour, die wir gemacht haben, war an und für sich doch etwas komplexer. Wir sind von der Martin-Busch-Hütte auf die Finalspitzen auf und nicht über den gleichen Weg wie der Retour. Der Grund, warum wir einen anderen Weg gewählt haben, war, dass wir am Vortag am Hauslab Kogel oben gewesen sind. Ich bin ja schon öfter am Kreuzkamm unterwegs gewesen und auf der Finalspitzen bin ich auch schon gewesen. Niederjochferner, glaube ich, heißt da, wo wir dann runtergefahren sind. Über den bin ich schon einmal im Frühsommer drüber gegangen, das heißt, ich habe das Gelände gekannt und damals ist mir aufgefallen, diese Flanke, die auf den Seikogel raufführt. Und am Vortag am Hauslabkogel habe ich mir gedacht, das war doch eigentlich sehr cool, wenn wir Finalspitzen machen und über diese Flanke raufgehen, weil dann können wir weiter vorne Richtung Martin-Busch-Hütte runterfahren. Die Herausforderung bei dieser Geschichte ist allerdings, dass diese Flanken ostseitig ausgerichtet ist
und dass da schon von in der Früh weg die Sonne drinnen ist. Und wenn man dann eben so Verhältnisse wie wir hat, dass es einfach ein richtig sonniger Tag ist und warm ist, dann hast du einen Tagesgang. Das heißt, du bist in den verschiedensten Expositionen unterwegs und du musst dich mit der Lawinensituation auseinandersetzen. An und für sich waren wir viel zu spät unterwegs gewesen für diese Abfahrt. Dadurch, wir aber am Vortag bereits in der Gegend unterwegs waren, haben wir uns einen Überblick verschaffen können, wie denn so die Lawinensituation generell vor Ort ist. Und so haben wir uns einfach für diese coole Rundtour entschieden. Meine Spezialabfahrt von der Finalspitzen da direkt in die Südostflanken rein, ja, da habe ich euch einmal wirklich gezeigt, dass das nicht nur so zack zack irgendwie geht, sondern dass da sehr viel Vorbereitung auch dazu gehört, bevor man so eine steilere Sache angeht, wo ein Sturz fatale, nämlich tödliche Konsequenzen haben kann. Ich check da immer mein Material und bevor ich irgendwo reinfahre, vergewissert ich mich, dass die Verhältnisse wirklich passen. Also auf gut Glück fahre ich da nirgendwo rein. Wenn man da in ein steiles Gelände reinfährt, wo unter bei einem Felsabbruch ist, dann darf da einfach nichts passieren. Vor allem, wenn du auf 3500 Meter oben bist, ganz allein unterwegs bist, ja, ein Sturz hat da einfach fatale Konsequenzen und das gesund heimkommen ist mir am wichtigsten. Drum bin ich da auch sehr verhalten reingefahren und ich gebe immer nur dann Gas, unter Anführungszeichen, wenn ein Sturz jetzt dann keine fatalen Konsequenzen mehr haben kann. Und ich glaube, das hat man in diesem Video ganz gut gesehen. Was ihr dann auch noch gut gesehen habt, war, wie wir aufgestiegen sind Richtung Seikogel. Ich wollte dort den Gipfel machen. Der hat mir unter anderem auch noch gefällt und der fällt mir nach wie vor, dass ich da aufgehe. Da hat der Flo gesagt, er passt es nicht mehr, er geht nicht mehr auf den Gipfel auf, er hat aber gleichzeitig gesagt, dass ich aufgehen kann und er wartet dann noch auf mich. Ich habe dann, und der Flo kann das bestätigen, das hat keine 20 Sekunden gedauert, habe ich gesagt, na passt Flo, ich gehe nicht auf den Gipfel auf, ich baue auch um und wir fahren jetzt gemeinsam ab. Egoismus hat da überhaupt keinen Platz für mich, wenn ein Tourenpartner sagt, es reicht, er kann nicht mehr oder er will nicht mehr oder die Verhältnisse passen ihm nicht, dann muss man das akzeptieren und man schaut, dass beide wieder gesund und gut runterkommen. Und der Flo ist absolut richtig gelegen, indem er gesagt hat, es passt ja nicht mehr, der Schnee ist schon so wach. Man hat eben gesehen, mit seinen Hansi hinter sich Schwünge hat er dann so einen kleinen Schneerutsch ausgelöst. Und solche Sachen können einfach fatal enden. Das ist jetzt bei uns überhaupt nicht gefährlich gewesen, weil der Rutsch eh extrem langsam gewesen ist. Und man hat es eh gesehen, der Flo hat es überhaupt erst gemerkt, wie er zum Schnee gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn irgendwas passiert und du da allein bist, dann hast du einfach ein Problem. Man hat auch gesehen, die unter Anführungszeichen Verfolgungsfahrten, die wir gemacht haben, wie wir das immer absprechen. Sammelpunkt da, ich fahre danach mit Abstand. Das sind alles sicherheitsrelevante Themen, die bei unseren Touren immer vorkommen. Und in diesem Video ist das wirklich alles so gut auf der Kamera drauf gewesen. Und das ist das, was ich euch einfach einmal mitgeben wollte. Es würde mich sehr freuen, wenn dieses Video euch dabei hilft. Das, was ihr im Internet seht, so an veröffentlichtem Material zu reflektieren, ob das, was ihr seht, zur Nachahmung geeignet ist oder ob da doch ein bisschen mehr dazugehört, nämlich selbstständiges Nachdenken, wenn man dann in so einem Gelände ist. Macht es also nicht alles ungekürzt nach, sondern hinterfragt euch eure eigenen Entscheidungsprozesse und bleibt gesund, wenn ihr in den Berg seid und genießt die Zeit in den Berg. Weil ich glaube, man hat es gesehen, wir haben einen richtig lässigen, wunderschönen Tag auf der Finalspitzen und in der Ostflanke vom Seikogel erlebt. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen willst, abonniere meinen Kanal und hinterlass auch gern deinen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat, unten im Kommentarfeld. In dem Sinn, alles Gute, bergheil, bleibt's geil, ciao, pfiat euch, habe die Ehre.